Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist natürlich eine Ehre, hier zu sein, auch jetzt gerade mit Studierenden. Ich habe vorhin eine Vorlesung gehabt, da muss ich mich einbinden. Ich sehe hier auch bekannte Gesichter stellen, weil dass ich hier sein darf, zu dem Thema vortragen darf, was mir wichtig ist, eben, wo wir auch eine starke Fachdebatte in der Journalistik auch erleben. Im Moment die ganzen Worte, ich nehme natürlich gerne an, als Journalist würde ich sagen, kürzen. Annette, vielen Dank. Das ist die akademische Ehre. Ja, ich weiß, ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen. Das ist eine Uni hier, ist alles länger. Universität. Wir sind eine Fachhochschule, Hochschule Darmstadt. Ich habe jetzt hier in der nächsten Dreiviertelstunde plus minus einen Grenzgang vor, einen ethisch-praktischen Grenzgang mit Ihnen. Ein Grenzgang ist eine Tradition aus Südhessen oder aus Hessen auf dem Dorf. Man läuft also einmal im Jahr dasselbe Thema, also den eigenen Ort, das eigene Ort ab an den Ortsgrenzen und begutachtet Neuigkeiten am Wegesrand, also neue Tierarten, neues Gestein. Dann gibt es natürlich auch einen geselligen Teil und so weiter. Gibt es jetzt hier bei mir heute nicht, aber vielleicht trotzdem ein bisschen Unterhaltung stellenweise. Ansonsten ist es natürlich eine Vorlesung. Also das hier ist in der Tat ein Stück Natur, das ist der hessische Altrheinarm Kühlkopf-Knoblauchsau, eines der bedeutendsten Vogelschutzgebiete in Hessen und für mich ökologische Wiege. Ich möchte in die Vorlesung einiges grundlegend einbringen, was ich Ihnen hier sage. Grundlegend geht es mir um Themen wie Berufsethik, Rollenselbstverständnis und natürlich Redaktionspraxis. Ich möchte mich auch, da es ganz stark um Normalität geht, bei meinem Vortrag auch hier verorten. Ich begreife Journalistik als eine Sozialwissenschaft. Der Bezug zu anderen Disziplinen, es wurde eben auch schon deutlich, auch zur Politikwissenschaft zum Beispiel, ist bei mir also relativ normal, auch zur Soziologie. Und bin jetzt von der praktischen Seite her ein Umweltjournalist von der Ausbildung Deutsche Welle Geo, der also mit seiner Arbeit gesellschaftliche Wirkung erzielen will. Ich bin geprägt vom Studium in Dortmund unter Klaus Ulrich zum Beispiel vom Konstruktivismus als einer wissenschaftlichen Theorieverortung und habe eben grundlegend im Denken und aber auch im wissenschaftlichen Forschen einen normativen Ansatz. Meistens, was natürlich den Gebrauch empirischer Methoden nicht ausschließt. Für mich ist es grundlegend eine Erkenntnis, wenn ich also in die Disziplin der Sozialwissenschaften hineingehe, das eigene kommunikative Handeln zuerst mit der Frage der Ethik auch zu befassen. Welchen Rahmen habe ich selbst? Welche Normen gebe ich mir? Welche Pflichten, um also meine Handlungsziele, sei es jetzt als Journalist oder in anderen Disziplinen der Sozialwissenschaften, dann praktisch auszufüllen? Das heißt, ich muss erst aus meiner Sicht eine Form der sozialethischen Klärung betreiben über mein eigenes Handeln. Deshalb auch dieses Forschungsfeld der Rollen-Selbstbildforschung, in dem ich also schon länger zu Hause bin, allerdings zum Thema Europajournalismus. Meine akademischen Arbeiten einschließlich der Promotion habe ich also zu Korrespondenten in Brüssel und Regionalredakteur in Deutschland in Bezug auf EU verfasst und da auch mit der Frage der Rollen-Selbstbilder. Also ich möchte gerne hier in diesem Rundgang mit Ihnen dann auch mit den Fragen natürlich einen Erkenntnisgewinn natürlich erreichen für die Journalismusforschung, aber auch für die Berufspraxis. Nochmal zur Struktur, den Analyserahmen habe ich geklärt, das wäre die erste Sache. Danach gehen wir in ein Zitat hinein oder in eine Zitatwelt, die sehr bekannt ist. Hans-Joachim Friedrichs, der Nachrichtenmoderator, mit seiner Aussage zum Journalismus. Ich werde das Ganze, diese Losung, dieses Dogma hier versuchen zu dekonstruieren, zu differenzieren, um das Ganze sozusagen dann beiseite zu legen, weil es aus meiner Sicht für die aktuelle journalistische Rollendebatte nicht mehr taugt. Wir haben dann nochmal eine kurze Analyse, was in der journalistischen Rollendebatte, in der Fachdebatte, in Redaktion, aber auch in der Wissenschaft verkürzt dargestellt wird, aus meiner Sicht. Ich begreife dann Journalismus als ein grundlegend normatives Feld, als ein normatives Geschäft, wo verschiedene Dinge zusammenkommen und möchte dann den Handlungsrahmen nochmal aufspannen für uns in der Gesellschaft, in der Kommunikation, warum Subjektivität, Meinungen, Werte, alles Begriffe, die mit Subjektivität zusammenhängen, gerade in den letzten Jahren aktuell starke Bedeutung haben, warum wir darüber auch in der Journalistik diskutieren und möchte dann noch einige Beispiele auch bringen, warum wir zunehmend Indikatoren finden können für diese Bedeutung von Wert- und Haltungsfragen. Aus meiner Sicht ist dann die Journalistik auch natürlich
in einer Entwicklung, die ich kritisch sehe. Da sind Normativitätsängste vorhanden, die ich also auch hier ein Stück weit bearbeiten möchte und dann auch einen Vorschlag machen möchte als These für die Frage, was sind überhaupt universelle Werte, was sind verschiedene Ebenen von Werten. Ich komme dann kurz auf den Wert der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen Entwicklung, den wir also im Projekt Grüner Journalismus so verstehen und auch der zunehmend auch von journalistischer Seite in Lüneburg, in Dortmund, bei uns in Darmstadt eben bearbeitet wird. Zum Schluss geht es natürlich nochmal, soweit bin ich hier in der Pflicht, weil ich von der FH bin, wenn ich vielleicht von der Universität wäre, müsste ich die Praxis jetzt hier nicht so einlenken. Kleiner Seitenhieb, natürlich nicht. Ich versuche dann zum Schluss auch nochmal in die Redaktionspraxis zu gehen und die Frage zu stellen, ja, wie gehe ich denn jetzt konkret mit diesen normativen Forderungen um, mit diesen ethischen Prämissen, die ich hier aufspannen möchte. Zum Schluss geht es nochmal ein bisschen um so einen Denkansatz, der sich gerade jetzt im Kollegium in Darmstadt stärker entwickelt, auch mit Projekten. Und dann kommen natürlich ein paar Thesen. Jetzt möchte ich mit Ihnen zunächst ein kleines Ratespiel machen. Sie lesen diesen Satz, die Sendung hat eine grüne Botschaft. Wenn der Mensch sich weiter so bemüht, kriegt er das auch noch kaputt. Und der letzte Film über den Biber war kein reiner Tierfilm. Jetzt habe ich Ihnen hier einige altgediente Tierfilmer und Wissenschaftsjournalisten, aber auch einen neu gedienten Andreas Thieling, Sie kennen ihn vielleicht mit seinen Tierdokumentationen, an die Wand geworfen. Und meine Frage wäre, von wem kommt dieser Satz dieser fünf Journalisten, die wir hier sehen? Gibt es hier Nennungen? Vermutlich gibt es auch schon Vorahnungen. Simon. Andere Gebote. Simon, Bernhard Schimek, ein wichtiger Vertreter. Dieser Satz ist von Hans-Joachim Friedrich, dem großen Nachrichtenmoderator, der also das Bild geprägt hat zum objektiven Journalismus. Denn in diesem Spiegelinterview von 1995, was man heute noch nachlesen kann, in dem dieser berühmte Satz fällt, ein Journalist soll sich mit nichts gemeinsam, mit keiner Sache, auch wenn es eine gute ist, wird zuerst eines deutlich, Hans-Joachim Friedrich, der große Nachrichtenjournalist, war vor allen Dingen Umweltjournalist und Tierfilmer mit einem klaren Sendungsdrang. Das ist die erste Rolle, die wir also hier erkennen können, wenn wir die Quelle näher betrachten, was nicht oft gemacht wird. Dieses Dogma wird sehr reflexhaft oft verbreitet. In dem Interview kommt aber auch noch zur Sprache, dass Friedrichs nach seiner Zeit als Journalist offen auch für die SPD eingetreten ist und eine politische Figur war, auch das ist weniger bekannt und er hier auch ganz klar eine zweite Differenzierung in seiner Rolle vornimmt. Er ist dann natürlich dieser Nachrichtenjournalist, hier ist dieser Satz in der Mitte, sich nicht gemein zu machen, Distanz zu halten, den er also aus seiner BBC-Zeit mitgenommen hat. Und es gibt dann ein viertes Moment der Differenzierung, was wir bei dieser Quellenanalyse also sehen können. Er ist hier in die Subjektivität gegangen, und zwar in Form einer öffentlichen Betroffenheit. Wir sollen uns nicht gemein machen, Distanz halten, wenn wir aktuell im Nachrichtengeschäft über Katastrophen berichten und nicht öffentlich betroffen sind, situativ, was eine andere Perspektive jetzt darstellt als eine längerfristige wertgebundene Haltung. Es kommt ein fünfter Punkt hinzu, wenn man diese Quelle sich näher anschaut, diese sehr wichtige Quelle für die journalistische Praxis. Wir haben hier eine Interkulturalität in seiner Denkweise. Also er hat aus England, dem Ort des objektiv getriebenen Journalismus, aus dem wir ja auch in der Nachkriegszeit und zur journalistischen Kultur Ansätze erlernt haben. Er hat also von hier etwas mitgenommen. Wenn wir also dieses Ganze nochmal ein bisschen abstrahieren und einen Schritt zurücktreten, können wir daraus so einiges erkennen. Das erste ist natürlich, dass unsere journalistische Rollendebatte, so wie wir sie in Redaktionen führen, in Fachgesprächen, auf Konferenzen, das kenne ich also zu Genüge, aber auch in der Praxis, wenn sie in Theorie dann übergeleitet wird an der Hochschule, haben wir also eine starke Verkürzung. Journalisten oder auch Kollegen, die vielleicht so argumentieren, diesen Dogma von Friedrichs haben, machen eines nicht, sie checken die Quelle nicht. Das haben wir jetzt eben gemacht zusammen. Und dann kommt eben bei raus, dass ein Journalist gleichzeitig mehrere Rollen haben kann. Und das sind eben diese Fragen, die ich wichtig finde für eine etwas ausgeruhte und differenziertere Rollendebatte. Das hängt auch sehr viel ab von der Stilform. Es ist relativ logisch, wenn ich einen Kommentar habe, eine Reportage, eine Subjektivität, die Pflicht als Meinung und Haltung und Emotionalität, die Pflicht der Form, weil ich nur so in der Form meinen Leser, meinen Zuschauer auch gewinnen kann.
Wir müssen also auch diesen Zeitkontext beachten, in dem Fall situative Betroffenheit versus grundlegende Haltung. Also auch hier kommt es zu so einer Differenzierung. Und eben nochmal der Moment, dass das Rollenverständnis im Journalismus, das Rollenselbstverständnis, wie wir meistens sagen, kulturell stark konnotiert wird durch oder eingehegt ist von nationalen, kulturellen Mustern, wirtschaftlichen Faktoren, politischen Kulturen. Zum Beispiel ist es in vielen Ländern des Südens, Afrika oder auch Asien, wo ich jetzt in den letzten Jahren auch teilweise Journalisten weitergebildet habe, Umweltjournalisten, also aus Ghana oder aus Eritrea zum Beispiel, aber auch aus Südkorea. Dort ist dann der Auftrag eines Journalisten in der Gesellschaft ganz anders gesehen, wird automatisch normativer aufgefasst. Da sind es also teilweise Journalisten per se, die für Themen streiten auch wirklich, die also Themen auch setzen und ein Stück weit auch, kann man sagen, Gesellschaft auch mit verändern. Also diese kulturelle Differenzierung ist mir eigentlich auch relativ wichtig. Und eine Sache, die wir auch sehen, die also zum Beispiel auch wieder in einer Bachelorarbeit letzte Woche zu einem Defizit führte, die meisten Journalisten, das wissen wir von Untersuchungen der Kollegen, Kolleginnen, wählen grün oder würden grün wählen. Wenn die Journalisten grün wählen würden, hätten sie also eine hohe Prozentzahl. Daraus wurde dann geschlossen, die sind automatisch alle grün in der Redaktion und deswegen sind grüne Themen jetzt en vogue. Das war also der einzige Grund. So ein Kurzschluss ist natürlich jetzt methodisch Quatsch. Man kann also herausfinden, das habe ich bei meinen Korrespondentenbefragungen und Redaktionsbefragungen selbst zum Thema Europa, will ich also eine europäische Identität konstruieren mit als Journalist, wenn ich über EU berichte, erfragt, dass zwischen einer Parteipräferenz oder auch einer theoretischen Äußerung in einem Interview oder auch in einem Fachgespräch und dem Sendungsdrang in der Redaktion, was ich wirklich dann am Schreibtisch an Themen auswählen, eine deutliche Kluft existiert. Das heißt, ich kann nicht von solchen Präferenzen oder auch Äußerungen auf der einen Seite in praktisches Handeln und einen aktiven Sendungsdrang auf der anderen Seite schließen. Da gibt es einfach, wenn wir die Redaktionsforschung nehmen als Bereich, ein Name vielleicht Manfred Rühl, einer der ganz großen Kommunikationswissenschaftler, aber auch ein großer Gatekeeper und Redaktionsforscher, da gibt es verschiedene Modelle, warum Journalisten anderen Einflussfaktoren unterliegen. Ich jetzt einen übersprungen. Ich begreife Journalismus auch zunehmend als ein grundlegend wertegebundenes Geschäft. Ich habe eben die kulturelle Einhegung schon erwähnt, aber auch die anderen Kontexte, auf die ich jetzt schrittweise zu sprechen kommen will. Grundlegend ist es, glaube ich, verständlich, dass jeder Journalist oder einfach jeder Mensch, der kommuniziert, in kulturelle, politische und andere Kontexte, Werte und Normen eingebunden ist. Dies bedeutet natürlich für einen Journalist, dass ich verschiedensten Einflussfaktoren, wie wir in der Forschung ja meistens auch dann sagen, bei solchen qualitativen Redaktionsstudien Einflussfaktoren unterworfen bin. Und es gibt einerseits Entscheidungsprogramme, die im redaktionellen Handeln ablaufen, die automatisiert sind. Das ist also gut erforscht, dieser Bereich, wo ich also wenige externe Faktoren habe innerhalb der Redaktion, ihrer Routinen, routinenhafte Entscheidungsprogramme. Es gibt auf der anderen Seite aber dann individuelle Faktoren, kulturelle Faktoren, die also zum Auswahlergebnis, die also das Gatekeeping und Agenda-Setting beeinflussen. Journalismus ist also letztendlich teilweise ein wertgebundenes, durch die kulturelle und persönliche Verhaftung wertgebundenes, normatives Geschäft, das natürlich, und das ist enorm wichtig, Standards und Normen entwickelt hat, um sich gegen Manipulierungen, Parteilichkeiten und externe Einflüsse, Lobbyismus zum Beispiel, auch zu wehren. Wir haben also ein Objektivitätsmanagement in Form journalistischen Handwerks, was diese kulturelle Einbettung und diese normativen Kontexte ein Stück weit kontern soll. Wenn wir uns das so vorstellen, das ist so ein klassisches Modell aus der Redaktionsforschung, welche Sphären beeinflussen journalistisches Handeln. Frank Esser ist da ein Name, der also hier auch interkulturell oder Nationen vergleichen, also geforscht hat. Und man sieht also hier, die Gesellschaftssphäre ist enorm wichtig, da sind eben die Werte und Normen verankert, von denen ich jetzt gesprochen habe. Wir sehen dann die Medienstruktursphäre, wo wir also Medienunternehmen haben, Medienrecht, Medienorganisationen und die Institutionssphäre, wo wir die Redaktion dazu zählen würden, also den Nahraum. Wir unterhalten uns am meisten und denken am stärksten im Rahmen der Individualsphäre, was natürlich eine Verkürzung darstellt. Word macht gute Grafiken, die ich noch herausgefunden habe. Sie sind allerdings
etwas blau aus. Ich habe es also nochmal hier versucht zu skizzieren. Wenn Sie den Informationsfluss sich vorstellen, auf der einen Seite so ein relativ einfaches Modell und dann kommen von verschiedenen Seiten Werte und Normen, Einflussfaktoren hinzu, gehen in einen Kreislaufprozess, einen Verhandlungsprozess im Prinzip und eine Information kommt dann als journalistische Entscheidung auf der anderen Seite wieder heraus. Kommen wir mal von der Redaktionsforschung und dieser Annahme, dass Journalismus so funktioniert und sozusagen eine normative Prämisse hat in seinen grundlegenden Arbeiten, kommen wir mal von dieser Annahme, darüber können wir diskutieren, mal weg und gehen so ein bisschen mehr um die gesellschaftliche Analyse in diese erste Sphäre, die wir eben gesehen haben. Wir haben im Moment, glaube ich, kann man sagen, eine mediale Fensterzeit, in der Traditionen, vor allen Dingen auch Budgets, leider auch viele Kollegen, Kolleginnen durcheinander gewirbelt werden, wir haben enorme Kürzungen. Im Prinzip haben wir Verluste von Geld, Personal und Zeit. Vor allen Dingen auch von wichtiger Recherchezeit. Also wir haben eine journalistische Fensterzeit, in der auch vor allem die Rollenbilder verschwinden. Also wir haben ganz neue Rollen, Social Media Redakteur, kuratierter Journalismus, da sprechen wir jetzt drüber, Journalismus, der also ja auch engagiert ist, aber konkrete Projekte begleitet. Es gibt ganz neue Ausdrücke und Berufssparten. Diese Verdichtung der Prozesse, diese Einsparungen führen zu zweierlei, nämlich einer Vereinzelung von Journalisten. In der Krise zieht man sich zurück, wenn man bedroht ist, seinen Arbeitsplatz vielleicht verliert. Dieser Prozess läuft unsichtbar ab. Davon haben wir in Medienmagazinen wenig zu lesen. Es gab mal ein Sonderheft vor 2 Jahren im Journalistikjournal Journalismus und Traumata. Da spielt das eine Rolle. Ansonsten haben wir von diesem Prozess der Vereinzelung und der Desillusionierung relativ wenig. Es gibt einzelne Forschungsansätze, die jetzt gerade entwickelt werden. Was wir viel mehr sehen, ist, ich habe es mal genannt, Krisenstolz und die Fantasie der Lehre. Also wir haben ein leeres Feld, Leute werden entlassen, Redaktionen geschlossen, bei uns in Darmstadt die Hälfte der lokalen Tageszeitung, um das mal lokal einzubauen. Wir haben also sehr viel Kreativität, die aber auch entsteht, weil einfach viele kluge Köpfe freigesetzt werden und wir dann Crowdreporter, Hostwriter und verschiedene Projekte haben, die also auch in Medienmagazinen was hermachen. Insgesamt haben wir in diesen ganzen Krisenszenarien natürlich grundlegend die Frage der Finanzierungsmodelle. Wir haben Crowdfinanzierung, die auch oft zu lesen ist, die Sie wahrscheinlich auch gut kennen. Wir haben aber auch Stiftungsfinanzierung, ganz eigenes Feld. Unser Projekt Gründer Journalismus ist auch stiftungsfinanziert. Es gibt da in dem vorletzten Heft der Wissenschaftspressekonferenz des Berufsverbandes der Wissenschaftsjournalisten einen Schwerpunkt nur zur Stiftungsfinanzierung. Das will ich nur als eigenes Thema kurz anreißen. Das bringt ganz viele neue Möglichkeiten, weil neues Geld da ist. Es bringt natürlich auch die Gefahr der Manipulierung, der Parteilichkeiten und ganz neue Verhandlungen. Und wir haben jetzt vielen Stiftungen zu tun selbst, aber im Kollegenkreis gibt es immer mehr Projekte, die auch von Stiftungen finanziert werden. Spannendes Forschungsfeld in Wissenschaftskommunikation insgesamt, nicht nur Journalismus. Das ist also auch ein Moment eines subjektiven Einfalltores. Insgesamt haben wir natürlich die Ablösung ein Stück weit von journalistischen Ausbildungsgängen, eine grundlegende Zunahme auch im Berufsfeld an sich in Richtung PR. Die PR gewinnt an Deutungshoheit, auch an Ressourcen, der Journalismus verliert. Das ist natürlich stellenweise auch nicht so holzschnittartig zu betrachten, aber generell können wir es, glaube ich, so fassen. Wir haben, wenn wir auf die Sprache gucken, die mir auch ziemlich über am Herzen liegt, weil ich eigentlich so ein bisschen aus der Lyrik heraus auch komme, wir haben auch die Veränderung der Sprachen und der Formen. Das heißt, der klassische Bericht, den wir auch jetzt heute noch lehren, der ist immer noch zu finden bei Nachrichtenangeboten der Tageszeitung, aber wir haben mittlerweile auch die Analyse. In der Süddeutschen Zeitung auf der Seite 2 konnte man das über die Jahre gut beobachten. Das waren vor 15 Jahren noch Berichte und die Analyse ist eine interpretierende, mit klaren subjektiven Einsprüngen arbeitende journalistische Form, die relativ neu ist. Sie haben auch generell, auch in der Nachricht als der objektivsten Form, haben Sie kleinere Entwicklungen dahin, dass eine Nachricht auch mal, naja, szenisch vielleicht nicht, aber auch mal persönlich einsteigt. Ja, also dieser Stil der Soft News, was wir aus dem Radio kennen,
diese Form setzt sich auch ein bisschen im Print-Online-Bereich durch, Online-Nachrichten vor allen Dingen, Spiegel-Online zum Beispiel. Also da haben wir auch Veränderungen. Insgesamt haben wir, das ist sozusagen jetzt der große Rahmen, das kennen Sie alles, aber es ist wichtig hier der Vollständigkeit halber das zu erwähnen. Wir haben in dieser digital-mobilen Interaktionsgesellschaft, in die wir jetzt seit 15 Jahren hineingeworfen sind, generell natürlich eine Aufwertung, hat aber auch viel mit anderen soziologischen, wirtschaftlichen Prozessen zu tun, der Individualisierung und der Emotionalisierung überhaupt in der Kommunikation, natürlich ganz stark getrieben auch durch soziale Medien, durch Blogs, also diese subjektive Kommunikation jedes Einzelnen ist sprunghaft ganz stark aufgewertet worden. Auch das ist für den ganzen großen Rahmen dieser Gesellschaftssphäre ein wichtiges Moment, generell auch für Journalismus und aber auch für PR. Und letztendlich beobachten wir verschiedene Krisen seit 2001, fünf oder sechs große Metakrisen. Und wir haben zwei Momente im Prinzip im Moment. Wir erkennen, wenn man sich die Konsum- und Marktstudien anschaut oder auch die Arbeiten des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin, WZB, was wollen junge Menschen, was will ihre Generation, Generation Y, da haben wir also jetzt im letzten Semester dran gearbeitet, in zwei Projekten, dann erkennen wir einen Wertewandel hin zu Prämisse wie Zeithoheit, andere Arbeitszeitmodelle, ethischer Konsum, Naturnähe, aber auch schlichtweg Gesundheit. Alles keine Werte, die sozusagen sich harmonisch zueinander verhalten. Es gibt Überlagerungen, Widersprüche und es gibt zwei grundlegende Bewegungen, die können Sie auch am Magazin machen, mit dem Journalismus praktisch zurückzukommen. Diese Bewegungen können Sie auch auf beiden Seiten beobachten. Es gibt einerseits eine Flucht. Wir gucken uns gerade ein bisschen hier mit dem Praktikanten Felix Außen ist hier mitgekommen. Grüner Journalismus, wir gucken uns den Magazinmarkt an mit neuen Produkten, an neuen Segmenten, Sinn und Werte. Und die Flucht ist das gesamte Landsegment, die ganze Landlust, Landliebe. Wir haben also 20 Hefte gefunden, die den Namen tragen. Das ist Flucht, da gibt es viele Vorwürfe. Neo-Biedermeier, neue Kleinteiligkeit, romantisierende Fluchtwelt und so weiter. Ich will sagen, wissenschaftlich ist ganz spannend, ist noch kaum untersucht, da steckt relativ viel drin. Ich würde aber sagen, diese Überschrift der Flucht auch zutrifft. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viel Futur, also nach vorne gerichtetes, mit neuen Magazinen und auch neuen Blogs. Ich denke auch die Gründung, die wir erlebt, gehen in die Richtung. Schauen wir uns mal die journalistische Fachdebatte etwas näher an. Was können wir zu der Frage des wertgebundenen und engagierten Journalismus an Publikationen und Aussprüchen finden? Ein ganz großes Moment war im letzten Jahr die Äußerung von Glenn Greenwald, dem Journalisten, der sich auf den Chaos Computer Tagen in Berlin, so wurde dann kritisiert, in diesem wegweisenden Artikel hier in der Zeit, das erste gemein gemacht hat mit Datenschützern, Netzaktivisten, mit Bloggern. Es ging um die ganze NSA-Thematik. Daraus ist dann eine große Debatte geworden, welche Rolle Journalisten haben in Bezug auf Bürgerrechte, Datenschutz und Selbstbestimmung im Netz. Dann wurde da ein Storyfy draus gemacht, hier bei Zeit Online, Should a Journalist Take Sides, Responses to Glenn Greenwalds Keynote, sehr ergiebig auch in der Lektüre. Wir haben dann aber auch in den klassischen Fachmagazinen mit den Journalistbeiträgen, der bekannte Medienjournalist Stefan Niggemeier, hat sich dann zu seinem Projekt Bildblog, das dürfen die meisten hier kennen, Bildzeitung wird kritisch begleitet, mittlerweile viel mehr, eine der wichtigsten medienjournalistischen Seiten, hat sich also hier ganz klar bekannt zu einer Meinung und hat also insgesamt auch dieses Thema, was ich heute also auch hier anreise, vertreten, Journalisten, wann dürfen sie eine Meinung haben, was ist eine Haltung, wie managen wir unsere Rollen. Und wir haben also hier Gründer Journalismus, als kleineres Projekt natürlich auch im Moment auf der Seite auch ein ganzes Dossier mit einigen Texten engagierter Journalismus und da haben wir hier einen Energiejournalisten aus Freiburg, den wir dazu auch interviewt haben. Wir haben auch deutlich mehr. New York Times hat viele Blogs, sehr gute Quellen für alle möglichen Formen. Hier gibt es dieses Fixes und hier wird also über Solution Journalism gesprochen. Ein weiteres Forschungsthema, ein weiteres neues Feld aus den USA in die Journalistik jetzt kommen. In Deutschland seit 2 bis 3 Jahren Solution Journalism, lösungsorientierte Berichterstattung. Das geht also auch stark in diese Frage des Engagements und auch der Haltung und einer subjektiven Perspektive mit einher.
Hier rechts unten wurde das Ganze auch schon beim Fachmagazin Message aufgenommen, mit dem Schwerpunkt lösungsorientierter Journalismus. Hier links unten haben Sie einen Beitrag in dem sehr guten Berliner Politikblog Kata, vielleicht kennen es einige, wo also der Autor Wolfgang Michal, Wissenschaftsjournalist alter Schule, sehr auch historisch gut aufarbeitet, dass schon Egon Erwin Kisch ein sehr bekannter Journalist war, der war sogar offen auch als Kommunist unterwegs, also das waren auch ganz andere Zeiten natürlich, muss man dazu sagen, sondern auch überhaupt kein Aufruf sein, jetzt Kommunist zu werden. Und dann haben wir natürlich hier unseren geschätzten Kollegen Lorenz Meyer in Darmstadt, Leiter des Studiengangs Online-Journalismus und in der Professur für Multimedia-Technik und Multimedia-Journalismus. Und er hat sich jetzt gerade in letzter Zeit, im letzten Jahr auch stark in diese Debatte mit eingebracht, mit einigen Beiträgen und auch mit dem Forschungsprojekt, was jetzt kommt. Und er hat also auf der Republika, dieser großen Veranstaltung in Berlin, hier eine Dreiviertelstunde vorgetragen, der Journalismus und die guten Sachen. Und hat jetzt gerade vor wenigen Tagen auf Kata nochmal eins draufgelegt, hat ein Plädoyer für Kampagnenjournalismus verfasst. Was meint er damit? Jetzt hier mal zwei Zitate. Lesen Sie mal in Ruhe selbst kurz durch. Viel mehr kann man auch nicht auf eine Folie bringen. Ich gebe es zu. Journalistische Bemühungen um Relevanz bleiben kurzatmig. Es gibt keinen Zusammenhang, keine Dramaturgie, keinen Plan. Die Brücke zur Erlebniswelt, darum geht es ihm zentral. Das Publikum wird nicht geschlagen. Bei den Rezipienten entsteht unterm Strich der Eindruck des Stillstandes und der Redundanz. Ein Eindruck, der alleine den Impuls erzeugt, wahrscheinlich weiter zu klicken. Er geht dann noch weiter und sagt konkret, was aus seiner Sicht die Kampagne ist. In Klammern, über den Begriff Kampagne kann man da diskutieren. Ich würde auch mit ihm, oder habe schon auch diskutiert. Aber die Stoßrichtung ist sozusagen die grundlegende Verhaftung ist hier erkennbar. Langfristige, orchestrierte Maßnahmen, anspruchsvolle Kommunikationsziele. Und es fehlt daran, wie er sagt, wie die Werbung oder die PR muss der Journalismus es lernen, stärkere Botschaften zu entwickeln. Vor allen Dingen auch Relevanzbotschaften. Und das ist eine Position, die ich also genauso vertrete. Wir haben einige Mediendienste und Medienprojekte, die also auch zu Themen arbeiten mit einem klaren Engagement in eine Richtung oder in eine Wertewelt hinein. Hier das erfolgreichste Projekt der Mediendienstintegration, der also rund um Migration, Asylfragen arbeitet und also für Journalisten Recherchehilfen, Recherchetelefon anbietet. Es gibt dann hier ein Projekt, ein journalistisches Projekt, die machen also Online-Reportagen, ganz gezielt zum Klimawandel und auch mit einem klaren Bekenntnis zu Klimaschutz. Inside Climate News und den Pulitzerpreis, woran man vielleicht auch sieht, dass solche Projekte auch interessanter werden. Und wir haben dann in Deutschland, Pendant würde ich sagen, ist natürlich etwas kleiner, Klimaretter Info, seit ungefähr 5 Jahren, glaube ich, am Markt. Das ist das zentrale Online-Medium geworden zur Umwelt, Klima, Energie. Man sieht schon an dem Titel auch, dass es hier um ganz klaren, bekannten Ansatz auch geht. Ich habe mit dem Nick Reimer, dem Chefredakteur, schon einige Seminare bestritten, kenne ihn auch ganz gut. Also das ist jemand, der auch ganz klar sagt, also wie der Taz-Redakteur, was er denkt und schreibt. Ich bin gerade in den letzten Wochen nochmal verstärkt auch in die Gedanken gekommen oder die haben sich bei mir vertieft, in die ich ohnehin schon immer verstrickt war, gerade auch mit im Rahmen des Austausches mit Alexander Filipowitsch, das ist der einzige Professor für Medienethik bisher an der Hochschule für Philosophie in München. Und konnte also hier auch bei ihm einiges erkennen, was ich selbst so wahrnehme. Meine These ist grundlegend, dass wir in der Kommunikationswissenschaft und der Journalistik sehr kleinteilig geworden sind, sehr pragmatisch vorgehen, in den Forschungsfragen, in den Ideen, die bei Bachelorarbeiten aufkommen, für Masterprojekte, ist sehr deskriptiv oft, sehr kleinteilig, auch nutzwertig, sodass ich also sagen würde auch, dass vieles Denken, was dort stattfindet, so einen Utilitarismus bedient und grundlegend wenig normative oder ethische oder grundlegend systemische Fragen stellt. Also das ist eine Beobachtung, die Kollegen teilen, die ich in den letzten Jahren auch verstärkt gemacht habe. Wir haben also einen Vorrang von deskriptiven Perspektiven und im Prinzip ein Stück weit das Hinnehmen auch des Systems, in dem Journalismus geschieht.
und eine Anerkennung von funktionierenden, laufenden Verfahren, Prämissen, was wir auch mit Positivismus übersetzen können. Wir können es auch in einer kleinen Verschiebung in der Sprache sehen. Darauf macht Horst Pöttger aufmerksam, bei dem ich also Journalistik in Dortmund gelernt habe. Entschuldigung. Wir sprechen nicht mehr von der journalistischen Aufgabe. Im Wort der Aufgabe schwingt etwas anderes mit als in unserem neuen Wort Funktion. Funktion ist klinisch, entkleidet, steht nackt da als Ausdruck, ist ganz klar, in der Aufgabe gibt es einen Aufforderungscharakter. Ich habe etwas Wertorientiertes, was mitschwingt, ein Stück weit Verantwortung. Und an diesem Sprachwechsel sieht man ein kleines Beispiel, wie sozusagen die Veränderung auch der Perspektive, der Forschung, der Fachdebatte aus meiner Sicht zumindest stattfindet. Filipowitsch sagt jetzt, wir haben also wirklich verlernt, über die normativen Grundlagen unseres Fachs zu diskutieren. Wir haben überhaupt verlernt, als Journalisten und Journalistiker ethisch zu argumentieren und mit Argumenten uns auszukennen. Und wir haben deshalb auch, sagt er, in der Disziplin zu vielen medienpolitischen Fragen. Politik hat viel mit Werten, mit ethischen Grundannahmen zu tun, mit normativen Denken. Wir haben zu vielen medienpolitischen Fragen, so seine These, wenig Antworten. Wir beschäftigen uns, ich würde es also jetzt mal an einem Beispiel festmachen, wir beschäftigen uns lieber mit Eye-Tracking und der Blickrichtung beim Lesen eines Magazins, was für sich gesehen sehr wichtig ist, und weniger mit der Frage, wie vielleicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk ausgeweitet werden kann und welche Berechtigungen zum Beispiel öffentliche Presseförderung haben könnte, was in Skandinavien auch erforscht wird und auch in Modellen erfolgreich erprobt wird. Also das ist diese Kleinteiligkeit, die mir nicht so besonders gefällt. Und insgesamt hat es auch zu tun, dass wir in der Journalistenausbildung zu wenig, glaube ich, ist auch der Standpunkt, Sachwissen haben, also politisches System, wirtschaftliches System, Rechtskulturen, all diese Dinge sind, glaube ich, unterbelichtet. Jetzt schlage ich hier mal vor, wie man überhaupt Werte ordnen könnte. Was sind Werte, nach denen wir uns grundlegend ausrichten? Und es ist ganz interessant, wenn man jetzt sozusagen jemanden fragen würde, aus der Richtung der auch auf Wissenschaftsjournalisten, die also sehr an der Objektivität festhalten, die sehr wichtig ist als Handwerksziel, aber als grundlegendem Ideal, dann würden die also sicherlich sagen, oft ein Journalist darf sich natürlich im Zweifelsfall, er sollte sich wahrscheinlich sogar für Demokratie einsetzen und für Gleichheit und Gleichberechtigung, freiheitlich-demokratische Grundordnung, diese Dinge, auf die wir uns alle gut verständigen können, auf so Grundwerte. Und wahrscheinlich, wenn man ein Stück weitergeht und differenziert und soziale und ökonomische Werte auch mit dazu nimmt, gibt es aber auch andere Möglichkeiten der Werte. Und in der Philosophie ist es relativ klar, dass man Werte nicht irgendwo verorten kann, da gibt es kein Kanon. Werte, was sind Grundwerte? Und die Frage geht hier, was sind universelle Werte? Die haben fließende Grenzen. Das ist also schwierig, da kann man also nur diskutieren und im Prinzip im produktiven Streit zu Ergebnissen kommen. Es gibt auch in Sozialstaat die Marktwirtschaft, darauf haben wir uns auch alle kommunikativ geeinigt, dass es ein Wert ist, den wir also auch sozusagen implizit auch vertreten, ähnlich auch die Wachstumslogik, Minderheitenschutz, Völkerverständigung, europäische Idee, Multikulturalität, all dies sind grundlegende Werte innerhalb unseres Systems hier, auch vielleicht in Westeuropa, nach denen Kommunikation grundlegend funktioniert. Generationengerechtigkeit, wir können es auch übersetzen mit nachhaltiger Entwicklung, gehört dazu, zu diesem Wertekanon, der mittlerweile in der Kommunikation von Politik und Wirtschaft messbar und sichtbar wird. Warum? Wir haben einen Begriff, nachhaltige Entwicklung, der letztes Jahr 300 Jahre alt geworden ist und seitdem in der Wissenschaft und in den letzten 30, 40 Jahren in der Politik zunehmend diskutiert wird. Wir haben eine umfassende Relevanz dieses Begriffes der Nachhaltigkeit für alle möglichen Bereiche von Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Kunst, denn es geht um nichts anderes als die Zukunft des Planeten und der Bevölkerung. Vielleicht kennen Sie diesen neuen Begriff, ich begreife es als Narrativ. Ich war gerade letzte Woche einen ganzen Freitag nur zu einer Tagung Lost in the Anthropocene in Frankfurt. Also da ging es nur darum, da waren 140 Wissenschaftler aller Disziplinen, wie man diesen neuen Begriff des Anthropozäns, des Menschenzeitalters fasst. Und es ist im Prinzip eine Kulminierung der nachhaltigen Entwicklung. Der Mensch hat die geologische
Funktion mittlerweile erreicht und bewegt mehr Wasser als die Erdsysteme, hat 3/4 der Landoberfläche verändert, hat messbare Spuren in Gesteinsschichten in vielerlei anderer Hinsicht hinterlassen. Und das ist dann im Prinzip das Narrativ. Wenn 2016 der Stratigraf, das ist ein Schichtenkundler, Jan Zalaskiewicz, du erinnerst dich vielleicht, wenn der also fündig wird, er leitet die internationale Kommission für Schichtenkunde, dann ist unser Erdzeitalter, das Holozän, zu Ende. Die suchen also im Moment, ob wir in der Erdschicht genug Beweise hinterlassen für unsere ökologischen Verwerfungen, Fußabdrücke, und wenn die Geologen dort genug Beweise finden, dann ist das unser Erdzeitalter zu Ende. Das ist also ein schönes Narrativ, um diese nachhaltige Entwicklung oder die Forderung der nachhaltigen Entwicklung auch in ihrer Komplexität, aber auch universellen Wertigkeit, darum geht es mir, um sie deutlich zu machen. Und wir haben, und das ist immer ein wichtiger Indikator bei solchen wertgebundenen Analysen, gerade in der Politikwissenschaft, meiner Disziplin der Promotion, aber auch in der Rechtswissenschaft, was wir im Europarecht, also auch in Seminaren erkundet haben, ist es eingedrungen in die Rechtskultur? Ist es Teil der internationalen Vertragswelt? Steht dieser Begriff, dieser Wert in einer Präambel? Ist er Teil der Verfassungen europäischer Länder, internationaler Verträge? Wir können uns vor Umwelt- und Nachhaltigkeitspräambeln und Aussagen und rechtskulturellen Verweisen kaum mehr retten. Auch das ist ein Indikator dafür, der Nachhaltigkeit als universellen Wert erscheinen lässt. Hier haben wir ein Zitat meines geschätzten Kollegen Peter Seeger, der nochmal erklärt, was also ein Leitbild ist. Und nachhaltige Entwicklung ist ein universeller Wert, aber ganz wichtig, es ist kein geschlossenes Konzept und kein konkretes Thema. Es ist eine Dimension und in dem Sinne ein Leitbild. Leitbilder haben eine spezielle Funktion, sie vereinen kommunikativ in der Öffentlichkeit, sie vereinen umstrittene Lager. Sie wirken integrativ, das wird hier also deutlich. Sie erlauben es, unseren Diskurs zu schärfen. Und jetzt erinnern Sie sich doch mal, wie ist es mit Demokratie? Dieser Begriff war in Deutschland irgendwann auch neu und wir haben aber gelernt, Unterschiede zu machen. Wir wissen relativ gut, was eine repräsentative Demokratie ist und eine direkte. Wir können also unterscheiden. Wir kennen ja auch verschiedene Formen der Marktwirtschaft. Wir haben also dieses Leitbild über mehrere Jahrzehnte des Diskurses gelernt und machen dort Unterschiede und sortieren so unsere verschiedenen Lager und Prämissen auch ein. Meine These wäre, dass wir uns jetzt bei der nachhaltigen Entwicklung, vielleicht kann man sie auch anders nennen, aber bei diesen grünen Themen, Nachhaltigkeit als dem sehr geschundenen und auch problematischen, aber immer noch existierenden Begriff, dass wir uns genau am Anfang eines solchen diskursiven Lernprozesses befinden. Und da würde sich also Herr Habermas freuen, wenn er dann solche Fortschritte im diskursiven Lernen und im kommunikativen Handeln sieht. Wichtig ist eben, dass wir also eine Unschärfe haben. Es war interessant, letzte Woche bei einer anderen Tagung, der Präsident des Wuppertal-Instituts für Umwelt, Klima und Energie, Uwe Schneidewind, hochgeschätzter Kollege, sehr heller Kopf, hat eigentlich gesagt, erst durch unscharfe Begriffe entstehen Veränderungen. Erst wenn wir diese Scheunentorbegriffe haben, auf die sich alle einigen können und wo aber auch viele über die Undeutlichkeiten klagen, Nachhaltigkeit ist ein gutes Beispiel, dann entsteht Integrationspotenzial für Veränderungen. Das war eine sehr schöne Aussage dieses Kollegen und das ist diese Brückenfunktion. Ganz wichtig aber jetzt dabei, wir haben natürlich keine leeren Worthülsen. Darum geht es nicht. Ein Leitbild hat immer einen inhärenten Aufforderungscharakter, hat immer eine uns direkt ansprechende, in der Semantik liegende ethische Komponente. Das wäre mir wichtig, dass Sie das hier mitnehmen. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil, dann geht es so langsam auch ans Ende. Meine Ausführungen hier, meine Thesen. Wie kann ich jetzt mit Objektivität umgehen als Journalist, als Medienschaffender und gleichzeitig also ein Wirkungsziel haben, mich engagiert für einen universellen Wert einsetzen, was überhaupt nicht bedeutet, dass ich also jetzt schreiben würde, die Energiewende muss mit Offshore beendet werden. Also wenn ich so eine konkrete Agenda hätte und das überall einbringen würde, dann habe ich keinen universellen Wert, dann habe ich ein konkretes Thema und dann störe ich den an Unparteilichkeit interessierten Leser, weil ich immer schreibe, Biogas ist gut, die Energiewende muss mit Offshore funktionieren, ihr müsst überall den Feldhamster retten oder die Entsorgung von unseren atomaren Brennstoffen muss also im Chorleben erfolgen. Das wäre so ein aktuelles Beispiel, was ich immer wieder einbringen könnte in der Debatte, weil ich immer noch mal einen Absatz schön zum Chorleben stimme. Ja? Das ist der Unterschied, ob ich also aus so einer kleinteiligen Agenda sozusagen reite und immer sowas einbringe. Sowas kennt man aus dem Lokaljournalismus. Ich hatte ein Beispiel in der Redaktion,
Kollegin war also zuständig auch für den Schulbereich und ihr Kind ging in die Schule. Die Schule sollte geschlossen werden. Die hatte eine Agenda, konnte ich auch verstehen. Also sie hat immer Kommentare und auch Texte dann in die Richtung geschrieben. Aber wir reden von systemischen Einheiten, von universellen Werten, die also Leitbilder sind und diskursoffen auch sind. Ich muss natürlich Objektivität anpacken und mir Gedanken dazu machen. Ich sehe es als eine Näherungsgröße an, als Konstruktivist oder zumindest davon geprägt. Ich bin jetzt kein Wissenschaftstheoretiker, ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Objektivität in der Themenagenda ist eben wichtig, das heißt an der Themensetzung. Wir können uns durchaus fragen, was der Motorjournalismus in den letzten 20, 30 Jahren an Richtung bedeutet oder auch andere Sparten des Journalismus. Jetzt haben wir eben neue Themen, Datenschutz zum Beispiel als ganz neues, grundlegendes Metathema, auch das ist im Prinzip in den Bereich der bürgerlichen Freiheit hineingehend, nachhaltige Entwicklung, grüne Themen, das sind neue Themen. Und Journalismus soll eben umfassend berichten, womit ich wieder den Theoretiker Horst Pötker zitiere, der diese umfassende Berichterstattung sehr hoch hängt. Das heißt, in alle Richtungen offen sein und neue Themen, wie so eine Art Beobachter, der Ausschau hält im Namen der Gesellschaft, neue Themen auf die Agenda setzen und dann eben, das glaube ich ist wichtig, den Kollegen Lorenz Meyer im Blick zu halten, diese Themen langfristig verfolgen. Es ist dann wichtig, nochmal auch sich anzuschauen, dass die PR und natürlich Unternehmenskommunikation, ich habe es gesagt, stark aufgewertet wurde in den letzten Jahren, auch einen großen Einfluss hat. Und wir haben da verschiedene Beispiele dafür, dass also Unternehmensverbände mit ihrer PR ganz stark die öffentliche Kommunikation prägen. Die stärkste Lobbyismusverhaftung finden wir in der Pharmabranche und in der Medizinberichterstattung. Da haben wir also einen großen Bias, der erzeugt wird, aber natürlich auch im Umweltbereich. Lobbyismus natürlich von Umweltgruppen, die wir uns auch genau angucken müssen und deren Eigeninteressen, aber auch natürlich von Seiten der Industrie. Ein Paradestück dafür war die Grenzwerte für die deutschen Auto-CO2-Richtlinien in Brüssel. Wir müssen uns, glaube ich, eins nochmal klar machen für die Praxis. Es gibt etwas, was die auch amerikanischen Kollegen erforscht haben, nennen die Journalistiker in der Klima-Medienforschung Balance as Bias. Wir haben also in den USA das Momentum eines sehr stark auf diese ausgewogene Berichterstattung orientierten Journalismus, wo relativ reflexhaft die Gegenseite automatisch gehört wird. Das führt mitunter dazu, dass sich eine radikale Minderheit jetzt hier in der Klimaforschung, nämlich ich sage nicht Klimaskeptiker, Skepsis mögen wir von alten Griechen her schon lange, Klimaleugner, also die Forscher oder Experten, die den anthropogenen, menschengetriebenen Klimawandel leugnen, dass diese Expertengemeinde, die also sehr klein ist, kommunikativ stark aufgewertet wird, weil sie im Prinzip bei vielen Arten von Klimaberichterstattung reflexhaft angehört wird. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, auch in der Wissenschaftskommunikation. Wenn natürlich Klima das Hauptthema ist, und ich mir jetzt über Gedanken mache, wie Klima insgesamt kommuniziert wird. Wenn es um die Klimagipfel geht oder um dieses Beispiel Climate Gate vor einigen Jahren, wo also Forscher Zahlen zurückgehalten haben, weil sie Angst hatten, dass sie mit ihrer Unsicherheit Verwirrung stiften und Klimaschutz verhindern, dann muss ich natürlich mir die Klimaskeptiker auch anhören. Ich muss auch deren Positionen kennen. Wenn ich als Journalist deren Position nicht kenne und die nicht auch irgendwann mal anhöre, habe ich was falsch gemacht. Aber wenn ich die bei jedem Bericht zum neuesten Klimaforschungsprojekt hier am KMT automatisch anrufe, dann erzeuge ich diesen Bias. Ich rufe ja auch nicht bei jedem Bericht über Demokratie der Republikaner an. Ja, das wäre also vergleichbar. Das ist also eine Gefahr. Ich sollte die Mehrheiten kennen in meinem Themenfeld, sollte also genau wissen, wann ich die eine Seite anhöre und die andere. Generell ist natürlich die Ausgewogenheit das Ziel in unserer Perspektive. Und natürlich ist auch wichtig, wenn ich also mit einer Haltung auftrete, wie wir das tun, auch im Projekt grüner Journalismus, nachhaltige Entwicklung fördern, gesellschaftliche Wirkung erzielen, dass ich also ganz klar mache, das ist auch etwas, was man, glaube ich, nicht oft genug betonen kann, woher ich komme, wer mich finanziert, Transparenz, wer unser Netzwerk ist und so weiter. Interessanterweise wird diese Rubrik Selbstverständnis, wer wir sind, am häufigsten angeklickt. Vor fast allen anderen Fachbeiträgen. Das ist das, was die Journalisten, unser Zielpublikum, wir sind ja für Journalisten da, was sie interessiert. Also das unterstreicht die Wichtigkeit der Transparenz im Umgang damit.
Wir haben jetzt gerade so einen Moment, wo wir sagen können, also Darmstadt hier bei uns an der Hochschule, an der Fachhochschule, gibt es einen Kollegen, die jetzt gerade im Moment wirklich dieses Engagement-Thema stark setzen. Neben mir dann der Kollege Peter Segel, der also schon länger hier forscht und auch einiges publiziert hat. Auch die neue Kollegin Silke Heimes im Wissenschaftsjournalismus, die also auch stark in die Medienethik reindenkt und da Akzente setzt im Bereich der Medizinberichterstattung. Und eben der Kollege Lorenz Meyer, der jetzt ein ganz größeres Projekt zu Public Value, also im weitesten Sinne den Wert öffentlicher Finanzierungsmechanismen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch gerade aufsetzt, in Kooperation mit Deutschlandfunk. Es geht also im Prinzip um einen wertgebundenen, demokratiefunktionalen Journalismus, der also eine Handlung auch klar erkenntlich macht auf so einer universellen Ebene. Es geht um systemkritisches Denken im weitesten Sinne und eben auch Umwelt und Nachhaltigkeit. Jetzt komme ich zum Schluss, zur letzten Folie. Beziehungsweise ich habe da noch eine für Sie, womit ich Sie wieder ein bisschen einfangen will, weil ich Ihnen hier Fachtermini sozusagen von rechts, links, oben und unten den Abend versüße. Ich glaube, also diese mediale Fensterzeit ist klar erkennbar, sie birgt eben auch viele Chancen. So traurig das alles ist, was passiert. Auch die große Geo-Redaktion hat es vor 2 Wochen erwischt. Man konnte also bei Facebook dann leider mitkriegen, wen es erwischt hat. Nämlich junge Mütter mit Kindern, immer so am Rande. Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, den Hinweis. Dann haben wir also hier diese Fensterzeit und die Rollenbilder verschwinden. Lassen Sie sich das nochmal klar werden zum Schluss oder vergegenwärtigen Sie sich nochmal wirklich diesen Moment, wo wir jetzt über ganz neue Rollenbilder diskutieren. Also Solution Journalism in den USA, ganz andere Formen kuratierter Journalismus. Dieser Wertewandel ist eben sichtbar, ich habe ihn erwähnt, Zeithoheit scheint da der Faktor zu sein, der gerade viele, viele Mediensendungen, aber auch einfach im Radio, ich bin sehr engagierter Radiohörer, BR2, Radio Wissen kann ich Ihnen empfehlen, philosophisches Radio, WDR5 oder andere Sachen, da finden Sie also unglaublich viel zu Entschleunigung und so weiter, Zeithoheit, Resonanzen und so, da ist viel los. Im Prinzip glaube ich, als Quintessenz, dass der Journalismus, wenn er weiterhin mit Qualität arbeiten will, einfach deutlich mehr Zeit braucht. Es ist ganz viel Beschleunigung ohnehin schon da seit Jahren und durch diese Verluste von Kollegen, von Recherchezeit, von Ressourcen, haben wir doch mal in der Redaktion selbst, aber auch im freien Arbeiten eine enorme Beschleunigung, die ein Stück weit uns zu einer gewissen Achtsamkeit auch aufruft. Ja, Achtsamkeit heißt also wirklich mit sich selbst auch in die Reflexion gehen und auch wieder zu lernen, auch hinzuhören und ein Stück weit auch mal vielleicht sich eine Auszeit zu nehmen, zu recherchieren, zu reflektieren, die Themensetzung, seine eigene Rolle zu reflektieren. Die Forschung, glaube ich, muss stärker normativ werden und transdisziplinär, das heißt also auch Interessen und Kenntnisse aus der Gesellschaft in Wissenschaft überführen. Das ist ja das Ziel unter anderem der Transdisziplinarität. Stichwort Citizen Science, werden Sie hier vielleicht auch darüber sprechen, also Bürgerwissen, Bürgerwissenschaft. Wir brauchen neue Methoden, mit denen wir also in diese Ziele auch hineingehen, dass wir auch anders forschen, insgesamt auch mehr auf das Individuum blicken, denke ich, und auch alle Wahrnehmungsbereiche uns auch erschließen in der Forschung. Eben nicht nur die reine kognitive Seite, wir brauchen auch die Intuition von Journalisten und auch Kommunikateuren generell, die wir stärker erforschen müssen. Wir brauchen auch so etwas wie Kontemplation und auch ein Stück weit auch Rückzug. Dinge, die im Privaten liegen, diese Verkettung von privaten Befindlichkeiten mit der journalistischen und beruflichen Rolle, ist etwas, was ich sehr interessant finde, dieses Rollenmanagement. Ich glaube, das ist ein wichtiger Forschungsbereich. Insgesamt geht es eben ein Stück weit darum, über dieses Anthropozän, glaube ich, grundlegend nachzudenken, generell in Wissenschaften. Bei diesen Tagungen, da wo ich im Moment unterwegs bin, da sind Physiker, da sind Geologen, da sind Geografen, Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler. Also das ist ein Thema, was Sie alle angeht und dass wir da ein Stück weit, ich nehme mal den Begriff bewusst hier, dieses Vorsorgeprinzip auch anwenden, in dem wie Wissenschaft auch funktioniert und was sie auch erforscht, Demut, also dass wir auch dieses Nichtwissen zunehmend ernst nehmen. Es gibt einen interessanten Bereich der Soziologie gerade, Soziologie des Nichtwissens. Schönes Buch ist die Management der Ignoranz dazu, ganz interessanter Titel. Also dass wir da auch dieses Nichtwissen bewusster auch reingehen
Und dann glaube ich, und das wäre jetzt eben insgesamt eine These auch vielleicht für Sie hier in der Wissenschaftskommunikation, Wissenschaft muss sich ändern, muss von den Treppenstufen herabsteigen und muss, das zeigt uns die Klimawissenschaft, auch mit ihren Unsicherheiten neu und anders umgehen, muss zu ihrer Fehlertoleranz stärker stehen und da eben diese Ambiguitätstoleranz, also die Widerspruchsakzeptanz entwickeln. Wissenschaft ist oft aus meiner Sicht noch zu sensibel und zu skeptisch und man sieht es in der Klimaforschung, dass Zahlen, die gewisse Unsicherheiten bedeuten, zurückgehalten werden. Der Effekt ist eine Skandalberichterstattung und ein dramatischer Glaubwürdigkeitsverlust, weil Wissenschaft ihre Kommunikationsrolle aus meiner Sicht also fragwürdig ausgefüllt hat. Wir brauchen also mehr Sicherheit durch Unsicherheit. Insgesamt, wenn man sich die Sozialwissenschaften anguckt, die sehen ja, da ist einiges an Elementen dieser kritischen Theorie drin, die also so mein Denken so ein bisschen prägt, weil ich bei Klaus Röhrlich in Dortmund Ethik und Kommunikation gelernt habe. Das ist ein Vertreter der kritischen Theorie. Und wir sehen aber so einen kleinen Moment derzeit, dass diese kritische Theorie im Denken wiederkommt. In der Soziologie haben wir so Hartmut Rosa, der in Jena lehrt, also Entschleunigungsforscher. Wir haben Konrad Ott in der Philosophie, ein Umweltethiker. Wir haben Postwachstumsforscher, ein Stück weit auch der vielleicht ihm bekannte Harald Welzer, der Sozialpsychologe mit seinen Büchern, der also mittlerweile sehr populär auch publiziert. Ein Stück weit ist er also auch in diesem Denken zuzurechnen, auch der Kollege Seeger. Und wir haben also auch hier Elemente bei Alexander Filipowitsch eines normativen kritischen Denkens, was aus meiner Sicht erfreulicherweise ein Stück weit zurückkehrt. Jetzt bin ich mit Ihnen auf der Halbinsel angelandet. Ja? Also von hier aus kann man losschwimmen, nach rechts oder links, das ist auch wieder der Kühlkopf. Man kann da auch wunderbar angeln, das mache ich dort. Sie können sich jetzt aussuchen, in welche Richtung Sie gehen, ob Sie nach links schwimmen, da kommt, glaube ich, kommt Seerosen, kommt so ein bisschen schwieriges Gewässer, kommen Sie nicht so viel weiter, aber es ist spannend. Das sind auch die seltenen Vogelarten. Rechts rum geht es eher in den Neurein, wird es relativ kanalartig, objektiver, ja, also deskriptiver. So. Damit möchte ich jetzt mal belassen und freue mich über Ihre Fragen und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Thorsten, sehr vielen Dank für deinen engagierten Vortrag. Wir waren zu einem guten Teil bei der Wissenswerte, da hat auch Herr Welzer vorgetragen, hat uns gezeigt, wie die Unschärfe des Begriffs vielleicht eine Brücke schlägt zur Veränderung. Das kam nicht bei allen so gut an. Der kommt nie bei allen gut an. Also da merkt man tatsächlich, das hat ein abschreckendes Element. Aber er hat trotzdem ein paar Ideen gefragt. Ja, Fragen. Ja, geht's. Also erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich finde, das ist auch wirklich ein absolut relevantes Thema und ich halte es auch für, das ist ja auch ein Plädoyer von Ihnen, wichtig, dass Journalisten oder auch angehende Journalistinnen und Journalisten sich genau darüber Gedanken machen. Auch die Thesen, die Sie dann auf der vorletzten Folie hatten zum Engagement, müssen Sie nicht unbedingt wieder raus, Engagement und Objektivität, die leuchtet mir auch sehr ein, diese Praxisthesen. So was jetzt allerdings auch mein persönlicher Eindruck war, ist, dass die eher, glaube ich, in dem bloßen Zusammenhang stehen zu den theoretischen Überlegungen, die vorher kamen. Ich selbst habe einen Blick als Außenstehender auf das. Ich bin Wissenschaftsphilosoph. Ja. Und in der Wissenschaftsphilosophie gibt es eine inzwischen sehr differenzierte Debatte darüber, ob Wissenschaft wertfrei sein sollte und ob sich Wissenschaftler engagieren sollen politisch, in welcher Weise die ihre Entscheidungen und ihr Handeln auf Wertannahmen basieren sollten. Und also ich frage mich, ob, also da gibt es ja erstmal von der Fragestellung ja auf jeden Fall Parallelitäten oder eine Parallelität. Und meine Frage ist, werde ich jetzt noch durch zwei, drei Sätze illustrieren, ob man durch einen Vergleich dann nicht vielleicht gegenseitig lernen, voneinander lernen könnte. Also was wir zum Beispiel, wenn wir das debattieren, was wir als erstes uns fragen, ist, an welchen Stellen eigentlich des Wissenschaftsprozesses fließen potenziell überhaupt Wertannahmen ein. Und da sieht man, das sind erstmal schon sehr, sehr unterschiedliche Entscheidungen,
die, also bei der Themenauswahl, dass wir hier mit welchen Themen beschäftige ich mich als Journalist oder auch eben als Wissenschaftler. Ich habe nur begrenzt viel Zeit, was will ich jetzt eigentlich recherchieren, was will ich erforschen, bis hin zu, was schreibe ich da genau in meine Publikation rein, äußere ich mich auch dazu, was getan werden sollte, welche Methoden verwende ich bei der Recherche. Das sind, glaube ich, ganz, ganz unterschiedliche Entscheidungen, wenn man sich fragt, sollte man da Wertannahmen einfließen oder nicht und welche. Glaube ich, sind die alle sehr unterschiedlich zu beantworten. Ja, also dass man, und ich finde auf der Praxisfolie, auf der Folie davor, da deutet sich das auch an, dass das bei der das Thema Wahl und so ist was ganz anderes als äußere ich mich, höre ich alle an oder äußere ich mich zu einem politischen Thema. Und auch eine andere Entscheidung, die wir treffen, ist, welche Arten von Werten gibt es da überhaupt? Also Sie haben das auf der inhaltlichen Ebene gemacht. Ökologische Werte, ökonomische versus demokratische oder gerechtigkeitstheoretische. Vielleicht kann man noch einen Schritt zurückgehen und nochmal sagen, okay, wir haben vielleicht eher genuin journalistische, epistemische Werte. Wir wollen die Wahrheit sagen als Journalist. Wir wollen nicht in die Irre führen. Wir wollen natürlich als Zitate auch möglichst getreu wiedergeben, nicht irgendwie falsch wiedergeben oder irreführend wiedergeben. Und dann hat man auf der anderen Seite erstmal nicht epistemische, nicht journalistische Werte. Und das kann alles mögliche, religiöse, moralische, politische sein. Und da wird es auch ganz unterschiedlich zu beantworten sein. Also wenn man sich fragt, sollten da Werte eingehen, dann muss man differenzieren. Da meine ich jetzt gegen die journalistische, klar, würde wahrscheinlich überall eingehen. Dann ist die kritische Frage, wie ist das denn? Okay, und dann gibt es noch andere Parallelen, sage ich jetzt nicht weiter, aber ja, das ja. Also es war so ergiebig, dass ich mir jetzt Notizen machen muss. Also da kann ich nur sagen, mit der ersten Beobachtung oder auch durchaus Kritik haben Sie recht, das ist lose hier in der Thesensetzung. Das ist eben der Versuch sozusagen dieses ethisch-praktischen Grenzgangs, ja, als Form, das ist sozusagen interdisziplinär, hat praktische Perspektiven und theoretische wissenschaftliche Perspektiven. Ich habe es mir durchaus auch vergegenwärtigt, das zu sortieren würde möglich sein, wäre möglich, aber hätte nicht, würde in der Prägnanz mir schwerfallen im Moment und hätte auch nicht diesen, ich sage zumindest mal 10% im Unterhaltungscharakter, den ich in diesem Raum jetzt versucht habe zu finden. Ja. Das wäre die erste Sache, da gebe ich Ihnen recht. Das ist also nicht unbedingt ganz strukturell schlüssig. Ja. Was interessant ist, und das wäre einfach, Annette, da muss ich dich auch noch ganz viel fragen, weil ich ja auch jetzt über deine Arbeit hier ein bisschen was weiß, was man so liest, aber inwieweit Journalisten und Wissenschaftler ihren Rollen verglichen werden, das finde ich auch sehr spannend. Wir machen das als Wissenschaftsjournalismus auch ein bisschen, und es gibt durchaus ja gleiche oder ähnliche, zumindest ähnliche Berufsziele oder Handlungsrahmen. Das hohe Gut der Objektivität, der Unparteilichkeit ist in der Forschung genauso eine wichtige Norm wie im Journalismus. Und dann kommt natürlich automatisch die Frage der Interessen, die von außen kommen, dazu. Und in der Wissenschaft ist es eben zunehmend auch wertgebundene Wissenschaft. Wie kommt PR in die Wissenschaft? Wir machen da auch manchmal ein Rollenspiel mit Studierenden, also die dann Wissenschafts-PR versus Wissenschaftsjournalismus. Das sind alles Fragen, die unglaublich interessant sind. Und im Journalismus natürlich genauso. Ich habe natürlich jetzt hier mehr aus der Perspektive Journalismus, Stiftungsfinanzierung, was kommt da an Interessen mit dazu. Wobei natürlich Interessen nochmal vom Begriff her, das ist ja für Sie als Philosoph auch immer sehr wichtig, die Begriffsarbeit generell. Interesse ist natürlich nochmal ein ganzes Momentum entfernt vom Wert. Und bei den Werten ist richtig, ich bin gleich in so eine inhaltliche Perspektive gegangen. Es ist einfach vielleicht auch dieses praktische Denken ein Stück weit. Aber natürlich können wir auf verschiedensten jetzt theoretischen Ebenen Wertkategorien nochmal unterscheiden. Da würde ich also auch zustimmen. Ich fände also praktisch gesprochen ein gemeinsames Forschungsprojekt, wenn ich jetzt mal ganz konkret werden soll, Agenda-Settings-Prozesse und Selektionsprozesse von Themen im Journalismus verglichen mit Wissenschaftskommunikation. Oder auch Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Man bräuchte so einen Trilog. Im Prinzip Journalisten, Wissenschaftler und Wissenschaftskommunikateure, wo man erforscht, welche Rollenzuschreibungen sie haben und wie sie dann auch natürlich konkret ihre Themen auswählen und welche Faktoren, Sie haben es ja skizziert,
da überall dazukommen. Das geht ja bei den ganz grundlegenden Traditionen, politischen Kulturen los und geht dann über politische Prozesse bis hin zu individuellen Präferenzen, die sich da auch einmischen. Das sind Forschungen, die ich persönlich sehr spannend finde. Also mit Leitfadeninterviews, mit Fokusgruppen vielleicht oder auch vielleicht mit einem gestützten Fragebogen noch oder auch eine teilnehmende Beobachtung, wäre auch mal interessant, auf so einer Wissenswerte mal zu beobachten, wie da Netzwerkprozesse ablaufen. Ne? Netzwerkanalysen, auch spannend. Insofern gerne, ich komme dann auf Sie zu. Okay. Ich würde mich jetzt einfach mal check selber auf die Rednerliste setzen und ich komme über ein paar Sachen noch nicht so ganz hinweg. Also, woher weiß ich, was ein guter Wert ist? Also nehmen wir mal an, ich möchte jetzt, dass Deutschland ausländerfrei ist. Und ich mache jetzt alles so, wie du dir das vorstellst. Ich mache also Kampagnenjournalismus im Lorenz-Lorenz-Meyerschen Sinne. Und wo wird verhandelt, dass ich das darf? Denn in dem Moment, wo du den Journalismus klar zu einer normativen Angelegenheit erklärst, hebst du ihn in die normative Sphäre, das muss irgendwo verhandelt werden, irgendjemand muss entscheiden, dann hast du das Problem der Letztbegründung, wer entscheidet eigentlich zuletzt, was gut ist, wo wird das verhandelt? Ist das jenseits der Sphäre des Journalismus oder macht das Gott? Und meine zweite Frage, ich fürchte, das geht, die muss schon wieder aufgeschrieben werden, tut mir leid. Ich habe mich dann gefragt, ob nicht die sogenannten, also du hast jetzt Klimaleugner genannt, ob die nicht auch genau das gemacht haben, was du gesagt hast für die, sagen wir jetzt mal, die guten Werte, also die, für die du ja auch offensiv eintrittst. Sie haben eine Kampagne gemacht, eine Medienkampagne, sie haben sich journalistisch getarnt, man hat nicht wirklich gemerkt, dass es PR ist. Sie sind nicht nur deswegen hochgekommen in den USA, weil die Journalisten aus einer vielleicht falsch verstandenen Objektivität gesagt haben, jetzt rufen wir die auch noch an, sondern weil sie ganz klar reingedrückt haben und ihre Story erzählt haben, nämlich die Wissenschaft bringt Unsicherheit, deswegen kann man Wissenschaft nicht glauben, die sind sich ihrer Zahlen nicht sicher und deswegen hört nicht auf diese Leute, hört lieber auf euren gesunden Menschenverstand und so weiter. Also haben die nicht genau das gemacht, nur halt mit einem Wert, der dir nicht schmeckt und wo wird dann der Wert verhandelt? Der Wert wird, so einfach die Antwort, so schwierig der Prozess, in der Öffentlichkeit verhandelt. Der diskursive, abgeschliffene Meinungsbildungsprozess, der dann über Jahrzehnte, Jahrhunderte tradiert Normen, Kulturen hervorbringt, tritt in diesem Verhandlungsprozess hervor. Allerdings nicht nur in der massenmedialen Öffentlichkeit. Der Wert, den ich als einzelner Journalist sehe und mir auch zuschreibe, den lerne ich in meiner Sozialisation, in meiner Akademisierung und auch in meiner Professionalisierung, das heißt im Rahmen der journalistischen Ausbildung. Und dort bekomme ich vorgeführt und lerne in Gesprächen, in der Kommunikation, ich lerne Mehrheiten kennen und Minderheiten kennen. Ich lerne Werte, die von vielen geteilt werden, das lerne ich in der menschlichen Kommunikation, ich lerne es aber auch über sozusagen kognitive Ebenen, über Texte, über Visualisierung. Dort lerne ich also Wert, Mehrheiten und die Verteilungen dieser Zuschreibung. Und deshalb sind Perspektiven der zeitgeschichtlichen Forschung in Verbindung mit ethischen Fragen sehr spannend. Das wäre natürlich die nächste Frage. Wenn ich jetzt verweise auf tradierte Muster, also auf Werte und Normen, die sich in allen möglichen Kommunikationsprozessen, im diskursiven Prozess, bisschen an Habermas angelehnt, durchsetzen, abgeschliffenes Argument, was sozusagen nach vernünftigem Gespräch mehrheitlich akzeptiert wird, dann ist natürlich die nächste Frage, das wäre so meine Antwort, was ist denn der Zeithorizont? Ja, wann fangen wir denn an? Fangen wir jetzt an vor 100 Jahren oder vor 500 Jahren, gehen wir aufs alte Rom zurück und sagen, die hatten recht, daran orientieren wir uns. Und da wäre jetzt mein Vorschlag, das ist sozusagen die Frage, die da drin steckt, dieses kommunikative Gedächtnis ein Stück weit mal anzudenken, was jetzt die zeitgeschichtlichen Forscher, die Historiker und die Sozialpsychologen auch zunehmend auch bearbeiten. 4 Generationen, 25 Jahre mal 4, macht 100 Jahre. 4 Generationen sind das, was wir, wo wir also Werte tradiert haben, die wir verstehen und die wir in unser Handeln auch überführen. Das ist zum Beispiel was Harald Welzer, der jetzt mit anderen Themen bekannt ist,
Dieser Sozialpsychologe ist aber in die Wissenschaft gekommen, ernsthaft eigentlich als jemand, der die Elterngeneration, die Kriegsgeneration erforscht hat. Und da hat er zum Beispiel auch dieses Konzept des zeitgeschichtlichen Erinnerns, dieses zeitgeschichtlichen Gedächtnisses von vier Generationen. Das wäre so eine Marke, über die man mal nachdenken könnte, ja? Was natürlich auch nur eine These wäre. Aber diese Verhandlungsprozesse geschehen in mehreren Formen von Öffentlichkeit und Kommunikation, und Ergebnis dessen ist das Erlernen von Mehrheiten und was ich intuitiv auch und natürlich auch kognitiv fassen kann. Und das andere wäre, du hast ja noch was gesagt, haben nicht die Klimaleugner in den USA oder auch Klimaskeptiker, dann werden sie ja meistens schon genannt, haben nicht genau das gemacht? Also haben die nicht ein Thema genommen, sind sehr engagiert dafür eingetreten, haben nicht also eine Kampagne gefahren. Wie gesagt, in Klammern, Kampagne finde ich nicht den richtigen Begriff, weil das also ganz stark in die PR reingeht. Das kennen wir aus der PR, da gibt es entscheidende Unterschiede zum Journalismus. Wir Journalisten haben und brauchen immer dieses Objektivitätsmanagement, dass wir unsere Position, auch wenn sie engagiert ist, reflektieren und verhandeln gegenüber unserem Ergebnis, dem Beitrag. Wir haben also sozusagen einen automatischen Verhandlungsprozess und auch sozusagen einen Damm gegen in Beeinflussung. Die PR hat es an sich, im Handeln am Schreibtisch hat es in ihrer eigenen Rolle nicht diesen Schutzmechanismus. Da geht es ganz gezielt, dieser Durchfluss, den ich vorhin hatte, hat nicht dieses Verhandlungsmoment. Deshalb ist Kampagne für mich nicht der richtige Begriff, der verwirrt unter anderem, auch wenn er erklärt, was dieser Begriff meint. Die haben natürlich grundlegend sozusagen auf der deskriptiven Seite oder einfach auf der Seite der Argumentationsanalyse, hast du recht, die haben eine Kampagne gemacht, auch eine kluge, rein von der Technik her. Sie haben also große Wirkung erreicht, haben sich auch bekannt. Ja. Natürlich ist es aber eben jetzt dann die Frage, und da kommen wir eben zu einem Urteil, worüber wir diskutieren müssen, und nicht an sich, dass ich jetzt etwas formuliere, ist sozusagen der mehrheitliche Gesellschaftsgewinn, nicht unbedingt meine Position, aber der Streit und der Themeneffekt durch den Streit, durch die Konfliktsetzung, den meine Position, meine Werthaltung gegenüber einer anderen Werthaltung formuliert, der Streit und der Themeneffekt, der daraus hervorgeht, das ist das, was gesellschaftlich dann vom Informationsbestand her wirkt und zum Lernen beiträgt. Deshalb glaube ich, steckt in der normativen Haltung grundlegend die Antwort Streit. Zivilisierter Streit, das ist im Prinzip der Auftrag. Ja. Sie sagten ja vorhin, dieses Balance, wie genau meinten Sie das? Ist das jetzt eine quantitative Balance? Also ich glaube, das war etwas leise. Können Sie mal etwas lauter sagen, bitte? Ich weiß auch nicht genau. Verstehen Sie unter Balance eine quantitative Balance? Also das klang für mich vorhin so sehr danach, dass quasi ausbalanciert wird, was. Dass quasi so eine Balance zwischen der Minderheit und der Mehrheit geschaffen wird, weil sie sagt ja, dass es außerhalb dieser Balance ist, wenn eine Minderheit jetzt viel Aufmerksamkeit bekommt. Und ich weiß nicht, also ist es nicht, also ich weiß nicht, ist es nicht ausbalancierter, wenn man mehr tatsächlich also möglichst viele Perspektiven einnimmt? Oder also viele Perspektiven einzunehmen sollte wirklich das Ziel auch überhaupt von Kommunikation sein und von Journalismus per se. Wie gesagt, also wenn ich mich nur auf die Umweltgruppen konzentriere und immer deren Agenda verfolge und so weiter, bin ich schlecht beraten. Ich brauche die anderen Perspektiven, ich muss die kennen, ich muss die auch sichtbar machen. Was hier gemeint ist, aus dem amerikanischen Kollegen heraus sozusagen, ist ein bisschen was anderes, als Sie es verstanden haben, oder ein kleines bisschen anders zumindest. Die Balance, also die ausgewogene Berichterstattung, dieser Habitus, dieser Reflex, fast in jedem Fall immer sozusagen die radikale Minderheit zu hören, das Bemühen um Ausgewogenheit, das ist die Balance, führt eben dazu, zu einer Relevanzverzerrung, wenn man jetzt die Scientific Community nimmt und die Mengengrößen von Klimaforschern, die eben den anthropogenen Klimawandel grundlegend befürworten und anerkennen, und also Experten, ich sage jetzt nicht nur den Forscher, weil das sind wenige Gründe, die wirklich Forscher sind, gibt ein paar, und dieser Menge. Ja, das ist dann sozusagen die Verzerrung, und das ist der Bias. Also die Balance ist das Ziel, und durch das Verhalten, mit was dieses Ziel verfolgt, entsteht Bias. Und die Mehrheit ist aber relevanter. Die Mehrheit ist relevanter.
Eindeutig, ja. Das ist die Aussage, die dahinter steckt. Das ist die Aussage, die dahinter steckt. Also in Bezug auf die Entschleunigung, die Sie angesprochen hatten, wie kann man sicherstellen, dass, wenn man versucht, eine Entschleunigung, die ja auch möglich ist, um jetzt das Pro und Contra kennenzulernen, um die Gewichte kennenzulernen, dass es nicht verloren geht in dem Moment, wo da immer mehr Bedarf nach Live-Berichterstattung da ist, wo am liebsten der Zuschauer, der Empfänger live dabei wäre in dem Moment. Da haben Sie mich jetzt erwischt. Das ist keine leichte Frage. Wie kann ich ein grundlegendes Bedürfnis nach Entschleunigung herstellen oder auch dem stattgeben, wenn gleichzeitig Prozesse ablaufen, die also Live-Ticker bedeuten, gucken Sie spielt online an bei großen Konferenzen, also Live-Berichterstattung, immer die zunehmende Inszenierung. Wir hatten heute Morgen im Master, im Labor, du kennst es noch, hatten wir also eine große Diskussion über Scheinauthentizität von Radiobeiträgen, die also Tage alt sind und dann aber trotzdem als aktuell verkauft werden. Findet man ja zunehmend auch. Also für die ganz konkrete praktische Ausführung kann ich Ihnen da jetzt keine Antwort bieten. Meine Antwort wäre, keine Scheinauthentizität zulassen, wenn es geht. Natürlich auch überdenken, ob ich diese Live-Ticker überhaupt brauche, was ich anzweifeln würde, ob ich das immer weiter treiben muss, dann wäre meine Frage, wohin soll es denn überhaupt gehen? Also wenn ich jetzt alle Minute einen Live-Ticker habe, brauche ich den dann in 2 Jahren alle halbe Minute und muss ich dann, also irgendwann stehe ich dann nur noch so da und muss gucken, dass ich alle Sekunden von Spiegel Online irgendwas mitkriege oder so. Ich weiß nicht, wohin das führt. Die Entschleunigung meine ich eher auf so einer praktischen Ebene der Reflexion, des sich Zurücknehmens, des Nachdenkens. Kann für Journalisten heißen, sich gemeinsam auch mal zurückzuziehen, stärker über die Rolle nachzudenken. Kann heißen, auch Techniken der Kontemplation, sozusagen auch der Erinnerung und der Visionformulierung auch zu benutzen. Ja? Denn eins ist auch klar, also Journalismus und Vision zum Beispiel sind sehr schwierige Begriffe, die werden selten zusammengebracht. Ich denke auf jeden Fall, dass Journalisten eine Vision brauchen von dem, was sie tun wollen, von dem auch die Gesellschaft weiß, wie funktionieren wird. Das war noch eine Frage woanders. Ja, vielleicht ist das auch ein Missverständnis, aber wenn der Wert durch die Verantwortlichkeit auch vortritt, quasi das Erlernen von Mehrheiten wäre, und die Mehrheit auch noch die relevanter ist, was Sie gerade eben gesagt haben, ist es dann nicht so, dass man da im Grunde genommen so eine Art Mehrheitsjournalismus nachher rausbringt. Im Endeffekt so eine Art Schweigespiral, wenn sich an dieser Mehrheit sich dann ständig orientiert. Nein, das ist deshalb. Das ist ja sozusagen die Antwort auf die Frage, wie sich im Prozess ein Wert herstellt. Ist ja nicht die Antwort ist nicht so zu verstehen, dass dieser Wert dann alleine Gültigkeit hat, sondern in der Antwort lag ja sozusagen diese grundlegende Dissonanz zwischen einem Wert und dem anderen Wert, sich widersprechenden Werten und dem Wert des Diskutierens und des Streites in der verschiedenen Positionen. Das ist das, was eben mit umfassender Berichterstattung als Auftrag von Journalisten auch gemeint ist, dass natürlich, und das sehen Sie auch, das funktioniert, sobald eine Sache groß ist, gerade auch in Anführungszeichen Themen, denen viele Medien zustimmen, wird es schnell wieder heruntergeschrieben oder es wird schnell auch dahinter geguckt. Ja? Also das funktioniert bei uns zumindest, würde ich jetzt sagen, ganz gut, dass wir also immer wieder auch da verschiedene Perspektiven auf eine Sache einnehmen. Aber der mehrheitliche Wert setzt sich durch, aber natürlich ist es die wichtige Aufgabe von Journalisten jetzt entsprechend die Dinge auch immer, wir brauchen grundlegend kritisches Denken in Frage zu stellen. Auch einen Wert wie nachhaltige Entwicklung müssen wir in Frage stellen. Den müssen wir diskutieren. Wir brauchen dazu kritische Stimmen. Wir müssen auch Stimmen natürlich kennen und zulassen, die sagen, wo wollt ihr da hin? Was soll das Ganze? Energiewende, muss das sein? Also wenn wir die Stimmen verlieren, dann wird es langweilig. Ja? Ich glaube, dass man eben der Mehrheit auch deswegen so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil man halt wissen möchte, was so der Meinungsspiegel in der Gesellschaft ist. Also das ist ja schon ganz wichtig, wenn man, zu wissen, wie gerade so die Leute dazu stehen. Und wenn dadurch tatsächlich dann, auch dadurch, dass ein Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, dass dann auch dadurch mehr Raum für Kritik oder Opposition quasi ist, dann ist es ja auch gut so. Was ich vorhin so ein bisschen kritisch fand, ist halt, dass das klang für mich auch nur so, als wenn
wenn tatsächlich nur die Mehrheit gehört wird, auch von den Kritikern vielleicht? Also das ist keineswegs aus meiner Sicht jetzt hier so zu verstehen, dass die Mehrheit per se recht hat oder so. Keineswegs. Mehrheitsbildung ist sozusagen ein Prozess für Erkenntnisgewinn. Danach findet dann die Diskussion statt, welche gesellschaftlichen Entscheidungen jetzt dann stattfinden, was Politik auswählt. Und da möchte ich gerne den Begriff der Relevanz nochmal einbringen. Relevanz muss auch verhandelt werden. Aber nachhaltige Entwicklung oder auch Datenschutz hat mehr Relevanz als Handball. Handball ist eine wunderbare Sportart, auch meinetwegen Fußball. Aber wenn wir über Relevanz sprechen, dann müssen wir dann anfangen, inhaltlich zu argumentieren, über Betroffenheit im Alltag zu reden. Dann haben wir eben vier Themen, das sind oft sehr komplexe Themen, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Datenschutz, Bürgerrechte, Arbeitswelt und so weiter. Komplexe Themen, die von ihrer Relevanz her stark sind, weil sie uns im Alltag faktisch alle betreffen, auch unsere Gesundheit, unsere Finanzsysteme. Und gemessen aber an dieser Relevanz, die man auch darstellen kann, deutlich zu wenig abgebildet werden, was verschiedenste Gründe hat. Ja? Also es gibt durchaus da einige Themen, die in der Relevanz, und die Relevanz ist sozusagen, das ist eine eigene Kategorie, die gemessen an der mehrheitlichen Kommunikation, Veröffentlichung, Öffentlichkeit, relativ klein gehalten sind. Dann gibt es eben Themen, die jetzt wenig Relevanz haben aus einer Sicht im Bereich Gesellschaft, Gesellschaftswissenschaften. Natürlich ist Fußball auch furchtbar relevant für den Einzelnen, ja. Aber das ist der Unterschied zwischen Individual- und Kollektivethik, den wir dann auch verhandeln müssen. Dass wir uns oft auf so einer Individualethik bewegen und das dann vergleichen und dann zu so einer These kommen, jedem ist das Seine gut genug. Und das ist natürlich auch richtig, sonst würden wir auch unseren Liberalismus verlassen. Aber ein Stück weit ist diese Spannungsfeld individuelle und kollektive Perspektiven auch nochmal mehr Streit wert. Und ich plädiere einfach für ein bisschen mehr kollektiven Ansatz. Ja. Glauben Sie das? Themenselektion? Ganz kurz. Wir haben eine Rednerliste. Entschuldigung. Ich habe die Frau Hinauska und habe ich, glaube ich, hier mal angesehen. Und dann sind Sie noch dran. Okay. Meine Frage stützt sich genau daran an, welche Rolle spielt denn in diesem doch sehr theoretischen Konstrukt dann der wirtschaftliche Aspekt? Wenn wir jetzt gerade eine Fußballweltmeisterschaft haben, dann spielt ja gerade der Fußball doch eine sehr größere Relevanz, weil das etwas ist, was dann auch Auflage macht, was dann auch für die einzelnen Medien einen wirtschaftlichen Faktor darstellt. Das heißt, andere Themen, wie beispielsweise die Ukraine-Krise oder die NSA-Affäre, werden erstmal zurückgefahren. Sie sind natürlich gesellschaftlich weiterhin relevant, aber diesen Anteil an Relevanz nicht in der aktuellen Berichterstattung. Aus dieser Frage geht, denke ich, hervor, dass der Begriff der Relevanz verortet werden muss zu einer wiederum dann normativen Debatte. Also ich kann natürlich unternehmerische Relevanz als Begriff nehmen, als Ziel verfolgen, dann habe ich im Journalismus eine ganz andere Themensetzung, wenn ich sozusagen auf das Geldverdienen schaue und auf das funktionierende Medium, wiederum anders, als wenn ich nur auf das Individuum schaue, den Redakteur, der vielleicht gerne Sportarten oder andere Dinge relevant hätte, mehr im Blatt. Oder ich gehe eben ein Stück weit in eine gesellschaftspolitische Perspektive rein, mit so einer kollektiven Ethik begleitet und sage, was ist relevant für uns als Gesamtgesellschaft? Was sind Dinge, die uns verändern, die uns betreffen, die auch die zukünftigen Generationen betreffen? Und dann stehen sich natürlich verschiedene Relevanzinterpretationen gegenüber, das ist ganz klar. Und dann muss ich natürlich mich irgendwo auch entscheiden, nach einer Verhandlung, nach einer Diskussion, nach einem Streit wahrscheinlich auch. Also Streit ist bei mir nicht immer so mit Krawall gemeint, das ist eher so konstruktiver Austausch. Und dann ist eben die Frage, wo verorte ich mich da? Und das ist eben ein Stück weit, dass ich denke, wir sprechen einfach auch sehr viel über Individualethik, über individuelle Perspektiven und führen das nicht über vielleicht eine etwas größere Frage, wohin wollen wir als Gesellschaft? Diese Frage geht uns alle an. Darin steckt Relevanz. Und wenn ich darin jetzt Fußball eindenke, hat es eine andere Stellenwert für mich, ich glaube für uns alle auch, als Datenschutz oder eben Klimawandel oder meinetwegen auch Toleranz, Integration nebenbei. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, es gibt ja von einer Folie noch zu kurz dargestellt. Wir haben gerade die Themenwoche Toleranz der ARD. Letztes Jahr, vor zwei Jahren, gab es die Themenwoche Nachhaltigkeit. Arte
enormes Wirtschaftsmagazin OJA. Wir haben viele Medien, die in den letzten Jahren entstanden sind oder eben solche Formate jetzt entwickeln. Auch RTL ProSieben und Sat.1 hatte eine Themenwoche Nachhaltigkeit, die also ganz klar diesen Auftrag punktuell erkennen oder als Medium selbst formulieren, wie CO2, wie OJA, wie Enorm, auch Vivo Green von der Wirtschaftswoche, ein eher liberal-konservatives Medium, forciert dieses Thema Nachhaltigkeit aus einer ökonomischen Perspektive, aber auch mit einer Haltung. Ja? Also das sind im Prinzip Beispiele von Reaktionen auf so eine engagierte, wertgebundene Haltung im weitesten Sinne. Ja? Zwei Fragen, kurze Fragen, relativ kurze Antworten, bitte schön. Okay, ich versuche kurz zu fassen. Mir geht es speziell darum, den Anspruch der Entschleunigung in Zusammenhängen für Journalisten in Frage als schwierig zu betrachten, wenn sich schon schnell Öffentlichkeiten und Gegenöffentlichkeiten vermittels neuer Massenmedien selbst bilden können. Ich habe da ganz speziell den Fall Röder, Elisabeth Röder aus der Soziologie von Herrn Jahr, falls der Ihnen was sagt, leider nicht. Dabei ging es um eine sozialpädagogische, eine sexualpädagogische Veröffentlichung, die nochmal quasi. Shitstorm und so weiter. Genau, so okay. Doch, habe ich gerade vorgestern im Radio was drüber gehört. Ich kenne sie, aber nur durch Zufall. Und Elisabeth Röder als Professorin aus Kassel sich dann sehr schnell aus der Diskussion zurückgezogen hat und aus der Gesamtöffentlichkeit und damit die Quelle für kritische Journalisten, die das gerne vielleicht verstehen wollen, weg war. Und die hat sich jetzt vor ein paar Wochen wieder gemeldet, nach einem halben Jahr. Sodass Entschleunigung zwar wichtig eigentlich ist, um sich eine Meinung zu bilden und zu entscheiden, was wird berichtet. Aber wenn die Quellen wechseln und nur noch die Gegenöffentlichkeit da ist, die sagt, wie schlimm das ist, was da quasi, also die sich quasi gegen diese Wissenschaftlerin in diesem Fall gemeldet hat, vorhanden ist als Quelle, was macht das deutschen Journalisten dann noch? Heißt es, ich verstehe es nur so zur Hälfte, heißt es also, dass Sie mit dem Rückzug dieser Protagonistin Entschleunigung meinen? Das ist ja dann die Entschleunigung, also dann kommen Journalisten zu spät, wenn sie nicht mehr auf diese Quelle zurückgreifen können, weil die schon durch die Öffentlichkeit, die gesagt hat, die sich so massiv gegen sie gewendet hat, dafür gesorgt hat, dass sie sich zurückzieht, anstatt sich zu stellen. Das ist im Prinzip ein Quellenverlust. Ich würde das jetzt mit Entschleunigung nicht direkt in Verbindung bringen. Das ist natürlich eine Verlangsamung. Ich kann nicht mehr so schnell berichten, wenn das gemeint ist. Also für mich steckt da auch ein bisschen die Frage drin, wie zieht man sich als Wissenschaftler, das wäre jetzt eine Frage auch vielleicht für hier, wie zieht man sich als Wissenschaftler aus solchen sehr hektischen, sehr schnellen, sehr emotionalen Diskussionen, Shitstorms und so weiter, Umgang mit Trollen und so weiter, wie zieht man sich da zurück, wie verhält man sich überhaupt, ja? Und kann man sich das in eine Blockadehaltung leisten oder nicht? Das wäre so die Frage, worüber man dann aus der Perspektive des Wissenschaftlers diskutieren müsste. Journalisten müssen dann sich in ihrer Rolle natürlich fragen, wie gehe ich mit sowas um? Wobei natürlich dort viel auch sozusagen aus sozialen Medien jetzt nicht von Journalisten kommt oder kam. Nee, klar, das war eine Gegenöffentlichkeit, die nichts mit Journalisten im ersten Moment. Ja, das ist ein Thema, das uns auch intensiv bewegt. Wir hatten noch eine Wortmeldung. Hat sich erledigt. Gut, zu spät. Oder schade, je nachdem, ich weiß es nicht. Das war dann die Frage. Ja, das war die Frage. Okay, gut. Sehr schön. Ich wollte Sie jetzt schon